Trader Workstation. Kurz und knapp erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video TWS kurz und knapp erklärt. Und heute möchte ich auf einen Punkt eingehen, der sehr oft bei uns angefragt wird, nämlich wie kann man sich in einem Konto in der TWS diesen Punkt Tage bis zum letzten Handelstag einstellen? Und das ist ganz einfach. Voraussetzung ist, dass Sie die aktuelle Version der TWS auf Ihrem Konto haben. Das können Sie tun, indem Sie ganz einfach auf die Website entweder von Interactive Brokers gehen oder auch CapTrader oder Lynx Broker und sich da die aktuelle Version der TWS herunterladen. Wenn Sie das getan haben, dann können Sie diese Spalte ganz leicht einfügen. Ich entferne jetzt selbst nochmal hier diese Spalte. Sie sehen also, jetzt ist sie bei mir auch verschwunden. Und wie fügt man das Ganze wieder zu? Es gibt der einfachste Weg, Sie klicken einfach hier auf dem Reiter, wo Sie das haben wollen, mit der rechten Maustaste darauf. Dann erscheint hier ein kleines Fenster und da wählen Sie das Layout aus. Linker Mausklick und es öffnet sich, und ich schiebe uns das jetzt hier kurz ins Bild, ein neues Fenster, wo Sie das Layout des Monitor oder Ihrer Handelsplattform einstellen können. Und jetzt können Sie einfach hier, Sie können natürlich jetzt hier suchen, wo steht denn das, aber der einfachste Weg ist, Sie geben hier oben einfach den Begriff Tage ein. Und jetzt sehen Sie schon hier unter Kontraktbeschreibung steht Tage bis zum letzten Handelstag. Sie klicken dieses Feld einfach an, klicken auf Hinzufügen. Er erscheint Ihnen hier und jetzt können Sie ihn dahin schieben, wo Sie das haben wollen. Ich möchte das Ganze hier vorn haben, deswegen klicke ich das Ganze an mit den Pfeiltasten, dann ganz einfach nach oben, hinter Kontrakt, auf Übernehmen, okay, und schon haben wir hier die Tage bis zum letzten Handelstag wieder eingeführt. Und hier sehen Sie halt die Tage, bis der Kontrakt verfällt. In dem Fall sind das jetzt hier alles Optionen. Wenn Sie jetzt hier Futures hätten, also wir geben mal ein hier zum Beispiel den S&P Future. So, nehmen wir mal hier den Dezember-Kontrakt. Dann sehen Sie auch sofort, wählt er uns die Tage aus. Also auch wenn Sie keine Position haben, wenn Sie natürlich jetzt hier eine Aktie nehmen, wir nehmen mal Apple, dann erscheint hier natürlich keine Zeitangabe, weil Aktien ja keine begrenzte Laufzeit haben. Genauso ist es bei ETFs. Wir nehmen mal hier den VXX. Und da sehen Sie auch hier keine Angabe. Also Angabe, Tage bis zum letzten Handelstag, immer nur für Finanzinstrumente, die eine begrenzte Laufzeit haben. Das werden also in der Regel Optionen und Futures sein. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Umgang mit der TWS. Gute Trades. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Servus. Bye, bye. Trader Workstation. Kurz und knapp erklärt.